Servus liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Low Ready Media. Diesmal aus dem schönen Holland, wo wir im Rahmen der bereits dritten Holzhacker Challenge, organisiert von der Firma Schmeißer, herausfinden werden, ob es sich überhaupt noch lohnt, Bäume mit traditionellen Methoden wie Äxten oder Klingen zu fällen oder ob man das in Zukunft nicht direkt mit dem Kaliber 223 oder 9mm machen sollte. Wie das wird, ob das cool ist und ob ihr beim nächsten Mal unbedingt dabei sein solltet, gucken wir uns jetzt an. Der Holzhacker Challenge sind ziemlich simpel. 150 Leute sind angereist, um so ein Stück Holz vorzugsweise an dem markierten Haltepunkt mit maximal 150 Schuss zu durchtrennen. Sieger ist am Ende der schnellste. Gucken wir uns an, wie lang kann sowas dauern. 150 Schuss, zuck, 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 zuck. Bin ich doch quasi in 10 Sekunden fertig. Würde man sich vorstellen, ist aber nicht so. Das Ding ist tatsächlich sehr schwer. Womit wird geschossen? Schmeißer AR-15. Was ist drauf? Offene Visierung? Nein, natürlich nicht. Hier kann man sehen, Falke LE2. In neu, müsste die Sache ja eigentlich wieder einfacher machen. Wie einfach? Das schauen wir uns jetzt an. Es fällt nicht. Neben dem coolen Gefühl, mit dem Kaliber 223 einen Baum zu fällen, gab es auch noch ein weiteres Highlight hier auf der Holzhacker Challenge in Holland. Ich halte sie in den Händen. Es ist die Schmeißer AR im Kaliber 9mm mit BKA-Zulassung. Man kennt diesen Trick. Es ist genau dasselbe wie bei der 223 mit Sportzulassung. Es ist natürlich der nicht verstellbare Hinterschaft, der das ganze Gewehr auf eine Länge bringt, dass der Lauf dann auch wieder kurz sein kann. Es ist hier, glaube ich, ein 10-Zoll-Lauf, der auch vorne schon ein Gewinde drauf hat, ich glaube es ist 14x1
Und eine weitere Sache, die ich gesehen habe, die mir aufgefallen ist, mittlerweile üblich und mittlerweile Branchenstandard, ist die Ambidextrous Bedienbarkeit, die beidseitige Bedienbarkeit hier bei der AR15-9S. Auf der rechten Seite vergrößerter Mac Release Button, oben drüber der Bolt Catch Release, den man auf der rechten Seite mit dem Zeigefinger auslöst. Ungewohnt, muss man üben, muss man sich dran gewöhnen. Beidseitige Sicherung und auf der anderen Seite wieder Bolt Catch Release vergrößert, unten drunter der Mac Release und hier auch wieder die beidseitige Sicherung. Das ganze Paket ist extrem führig, handlich, ich habe es geschossen, der Abzug ist ziemlich gut, es ist ein normaler Two-Stage-Trigger, der, ich kann es aber mal zeigen, ne? So ist es normal, so, sie ist durch, sie ist gespannt, man kann die Sicherung bedienen, aber schaut mal her, ja, ich schlage jetzt einmal ab, man kann sie auch im nicht gespannten Zustand sichern bzw. entsichern. Ist immer ganz gut auf dem Schießstand, da sind die Leute auch immer viel entspannter. Generell muss ich sagen, erster Eindruck, schon gut, hat Spaß gemacht, spricht schnell an, ist total führig, du bist schnell im Ziel. Also 9 mm auf einer AR-Plattform kann Spaß machen. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich brauche in Zukunft eine. Mal schauen. Okay. Are you ready? Good. Stand by. Alles in allem, Top-System, super führig, keine Störung gehabt, gute Zeit geschossen, 5,8. Ich glaube, Bestzeit war 4,2, also noch extrem viel Luft nach oben. An der Schmeißer 9 mm AR hat es jedenfalls nicht gelassen. Die Schmeißer-Holzhacker-Challenge ist zu Ende. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Erstens, es ist viel schwieriger, als es aussieht. Probiert es selber, im nächsten Jahr kommt sie wieder. Zweitens, die Schmeißer 9 mm AR ist ziemlich cool, führig, präzise und auf Stahl macht sie ziemlich viel Spaß. Und drittens, hier in Holland wird immer irgendwo Fußball gespielt. Das war's von mir. Bleibt sauber, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, schenkt uns ein Like oder ein Abo. Mo, Ende. I came from the mud. There's